Willkommen bei der heutigen Coincheck TV Kryptoanalyse. Ich bin Vince vom Trading Tiger und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Als erstes, wie von einigen nachgefragt, der XRP-Chart. Ich habe den als erstes mal im Weekly mitgebracht, damit wir so eine kleine Übersicht bekommen, was Sache ist. Das alles, was aus 2018 hier passiert ist, das kriege ich gar nicht mehr auf den Chart drauf. Ich habe den auch nicht logarithmisch eingeblendet. Das, was wir hier sehen, das ist das, was uns jetzt wirklich gerade mal interessiert. Wir sehen hier unten die Zone bei 30 Cent. Das ist wirklich so die Zone, um die wir die letzten Jahre mit Unterstützung und Widerstand gekämpft haben. Hier fangen wir mal ganz früh an, in 2017 ist das ein Widerstand. Der wurde einmal hart durchbrochen. Nach dem starken Aktverkauf haben wir hier Unterstützung, nochmal Unterstützung, nochmal Unterstützung, nochmal Unterstützung, nochmal Unterstützung. Und dann sehen wir durchgefallen. Dann wird es zum Widerstand, zum Widerstand, zum Widerstand, zum Widerstand, zum Widerstand, zum Widerstand wieder angelaufen. Das heißt, wir haben hier mit der 30-Cent-Marke eine wirklich starke Zone, in die wir immer wieder gekämpft haben und auf die halt viele Leute auch ihr Augenmerk gelegt haben. Dann kam diese fallende Linie hier noch hinzu. Hat jetzt nicht so viele Auflagepunkte, aber reicht, um die fallende Linie hier einzeichnen zu können. Und auch die ist auf die 30 Cent zugelaufen. Was wir hier unten gebildet haben, nach diesem Abverkauf von dem letzten Mal, dass wir die 30 Cent angelaufen haben, ist eigentlich eine eher bärische Formation. Wir sind an die 30-Cent-Marke angelaufen, nochmal angelaufen, wurden hart abverkauft und dann ist der Kurs hier unten liegen geblieben. Es hat erstmal nichts mehr, es gab keine Reaktion, der Kurs hat nichts mehr gemacht und ist so ein bisschen rumgedümpelt in so einer kleinen Bärenflagge, die er ausgebildet hat. Und die wiederum hat er bullisch aufgelöst. Das heißt, wenn eine Bärenflagge bullisch aufgelöst wird, dann können wir auch wirklich Volumen erwarten und dann können wir auch wirklich erwarten, dass einiges an Action reinkommt, plus dass er es dann geschafft hat, die 30-Cent-Marke zu überwinden. Ja, und was daraus gefolgt ist, das sehen wir ja alle, diese absolut übertriebene Fahnenstange, die sich hier gebildet hat. Und erreicht oder das Ende erreicht ist hier oben an dem Widerstand, wo es möglicherweise einen Doppeltop gegeben hat. Also wir sehen hier von dem letzten Oktober-Ansturm, wo der Kurs ziemlich stark angelaufen ist, zu dem jetzigen Ansturm, das passt von den Highs ziemlich gut zusammen. Von diesem High gab es als erstes jetzt mal einen wirklich, naja, tendenziell würde man sagen, starken Abverkauf. Das sehen wir gleich nochmal in einer kleineren Zeiteinheit. Aber wir haben jetzt diesen Verlauf bis ins Golden Pocket genommen. Also die 61% wurden jetzt angelaufen. Und da gucken wir jetzt mal in einer kleineren Zeiteinheit, was da eigentlich mit passiert ist. Hier sehen wir im Daily oben das Top, was er gebildet hat. Ja, ist zurückgekommen, ziemlich scharf auf die 45-Cent-Marke, hat dann wirklich ein schönes Reversal gegeben. Ist jetzt kein besonders schönes V, wenn man das sieht. Ne? Also man würde jetzt mal sagen, eine V-Reversal wäre nochmal eine bullische Sache. Ist leider ja eher ein schwaches V, was sich da gebildet hat. Ist nicht wirklich an die Ausbruchszone, an die 70 Cent zurückgekommen. Und trotzdem sehen wir, dass wir aktuell in so einem Kanal laufen. Das heißt, der Kurs pendelt sich so langsam ein. Hier sehen wir nochmal die 20-Tage-Linie. Wird scharf aufgekauft, geht wieder runter und jetzt haben wir wieder einen Abverkauf unten an die 43-Cent-Marke in diesem Kanal, wo auch die 50-Tage-Linie von unten schon runter hochkommt. Hier unten sehen wir nochmal die 100- und 20-Wochen-Linie. Auch die sind noch weit entfernt, also es sieht erstmal so nah aus, aber seid euch im Klaren, dass sie sind irgendwo bei ein paar 32 Cent zu jetzt 45 Cent. Also das ist schon ein massives Gap, was zwischen diesen beiden Linien liegt. Trotzdem muss man sagen, wir haben möglicherweise ein V-Reversal gebildet. In einer relativ schönen Kanalbewegung sind wir hier runtergelaufen. Hier unten steckt das Low von das letzte Low, was wir hier haben, für einen Doppelboden. Ich weiß nicht, ob das noch als Doppelboden durchgeht oder ob er jetzt hier schon durchgeschossen ist. Das müsste man mal im Tagesschlusskurs sich dann angucken, wie das denn aussieht. Zusätzlich haben wir jetzt hier, würde ich eher sagen, also diese Horizontale, da muss man dann drauf achten, und die 61%, die er angelaufen hat. Wenn man sich jetzt noch die Volumenbetrachtung anschaut, habe ich jetzt hier nicht drin, dann würde man aber auch sehen, dass wir wirklich ein sauberes Volumen in dieser Bewegung haben. Also wir haben nicht die übertriebenen Volumenspikes während dieser Konsolidierung. Und das, was der Kurs hier gerade in Summe macht, ist rein charttechnisch gesehen wirklich eine sehr schöne, sieht man hier unten im RSI, ein sehr schöner Abbau von der eigentlich vollkommen überkauften Situation bis zu einer momentan schon fast sehr
unterkauften Situation. Also hier müssen wir wirklich mal darauf achten, ob dieser Kanal weiterhin Bestand hat, ob die 61% Bestand hat. Und an diesen Zonen müsste man auf jeden Fall mal die Tagesschlusskurse betrachten, wie es da dann weitergeht. Nächster Kurs. Ich habe mal einen kleineren Altcoin mitgebracht, Band. Der ist im August ziemlich parabol hier angestiegen. Ich glaube, über 1.500% hat er gemacht. Hat dann nochmal mit so einem V-Reversal, was wir hier sehen, nochmal versucht, das Ganze anzulaufen und ist dann gescheitert. Auch nicht ein sauberes Doppeltop, aber wir sehen hier oben eine Top-Bildung, die sich hier ereignet hat, was dann dazu geführt hat, dass der Kurs dann auch in sich zusammengeklappt ist. Ja, so wie es dann halt typischerweise aussieht. Das Spannende ist, warum ich den Kurs jetzt mitgebracht habe, ist das, was hier unten passiert. Wir haben hier so eine leicht aufsteigende, man kann keine Linie, so eine leicht aufsteigende Zone einzeichnen. Also eine Linie passt da nicht wirklich rein, aber er läuft immer wieder diese Zone an und es bildet sich möglicherweise hier auf der Stelle eine linke Schulter, einen Kopf an der Stelle und hier eine rechte Schulter. Also die Bodenbildung bestätigt sich erst, wenn wir durch diese Nackenlinie oder durch diese Nackenzone hier bei der 8-Dollar-Marke durchkommen. Aber auch das muss erstmal geschafft werden, weil hier an der Zone kommt noch die 20-Wochen-Linie hinzu. Hier unten an der Zone haben wir die 100-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie plus diese horizontale, also die mögliche rechte Schulter. Das heißt, hier sollte er definitiv nicht mehr drunter fallen, weil dann ist das alles gar nicht mehr valide. Also kann durchaus sein, dass wir hier solche Spikes sehen. Von daher muss man da mal vorsichtig sein. Aber wenn das jetzt wirklich eine Schulter ist, die hier rechts ausgebildet wird, dann muss das jetzt auch langsam mal Gas geben, weil die rechte und die linke Schulter sollten etwa gleich groß sein und gleiche Abstände haben. Momentan haben sie das noch, aber dann muss der Kurs jetzt auch mal beweisen, dass er hochkommen kann. Von dem Ganzen und der gesamten Bewegung, und dem ganzen Move, haben wir hier oben bei knapp 12 Dollar das Retracement, das 61er Retracement, das Golden Pocket. Gleichzeitig haben wir hier noch die horizontale Linie bei 11,5 Dollar circa. Plus diese fallende Linie, die man hier oben einzeichnet, aber auch hier wieder nur, Achtung, nur zwei Auflagepunkte. Die liegt ein bisschen über dem Golden Pocket. Da muss man dann schauen, dass man hier oben, wie sich der Kurs denn hier oben festsetzt, ist schon eine sehr harte Widerstandszone, die dann da auf einen zukommt. Allerdings sind das jetzt aber auch nochmal 100% entfernt. Also. Aber momentan eher auf Watch muss man schauen, wie sich jetzt diese Schulter ausbildet. Also viel hätte wäre wenn. Deswegen gucken wir uns das weiterhin auch erstmal nur im Daily an. Theta, auch so ein Kandidat, der ist im Mai ziemlich stark angelaufen. Hier haben wir diesen Run im Mai an dieses Spinning Top, was sich hier extrem zurückgekauft hat. Also das ist schon eine wirklich hässliche Kerze, die man jetzt hier sieht im Weekly Chart. Also die verspricht eigentlich wirklich nichts, wirklich gar nichts Gutes. Von dieser Kerze habe ich auch mal das Retracement angezeichnet und hier sehen wir hier unten diese Bodenbildung. Man sieht hier so ein bisschen diesen Rounding Bottom, der sich hier aufgebaut hat. Alles in der Zone des Golden Pockets plus an der 100-Tage-Linie und hat hier dadurch dann durch diese starke Rückkehr auch den RSI gut wieder in eine Zone zurückgebracht, dass er einen neuen Ansturm wagen kann. Und der Kurs hat es tatsächlich geschafft. Also, wer hätte das gedacht nach so einer Wochenkerze, dass er da nochmal hochkommt? Und hier sehen wir, dass der Kurs dann mit der 100-Tage-Linie und aus dem Golden Pocket das ganze Top nochmal angelaufen hat. Ist möglicherweise zu dem Zeitpunkt wäre sehr stark die Gefahr eines Doppeltops. Hat man auch gesehen, dass dadurch der Kurs wirklich hier stark abverkauft wurde. Allerdings waren die Bullen so stark, dass das abverkaufte Doppeltop hier unten auf das Retracement, auf das 38er Retracement wunderbar aufgekauft worden ist und es sich dann zum neuen Bullrun oder zum neuen, na Bullrun ist es natürlich nicht, zum neuen Run entwickelt hat. Und warum ich den Kurs mitgebracht habe, ist wirklich der Part, den wir hier oben sehen. Das ist so, wir haben das Top hier oben erreicht und wir haben nach dieser Top-Bildung, sieht man ja auch schön im RSI, sind wir wieder in den Bereich gekommen, wo das sehr überkauft ist. Und hier oben fängt es langsam an, wieder so ein Rounding Bottom zu bilden, aber das Ganze halt auch in einer größeren Range. Muss man achten, hier unten ist die Range um einiges kleiner, hier oben ist die Range um einiges größer. Das heißt, hier ist schon viel Bewegung, viel Volatilität drin. Und wir haben eine schöne Zone hier oben, die sich hier aufgebaut hat. Hier unten eher weniger. Allerdings haben wir hier unten, kommt jetzt, hier sieht man hier bei 6,65 Cent circa die 100-Tage-Linie, von unten kommt die 20-Wochen-Linie.
Und von der Konsolidierung, die er aufbaut, nach diesem Anstieg, ist das wirklich eine schöne Formation. Man sagt immer, man braucht so viel Konsolidierung, wie man auch Anstieg hatte. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt mit dem Anstieg zu der Konsolidierung im Wochenchart, das passt schon zusammen. Also das ist wirklich, das ist eine schöne Formation. Deswegen gucken wir da auch mal in die kleinere Zeiteinheit rein. Und hier sieht man immer, wenn die Zone angelaufen wird, deswegen auch da sind wir jetzt wieder an der Zone, Obacht, das sind die 80 Cent, wurden wir immer stark abgewiesen. Wir sind jetzt aber auch schon fünfmal hier angelaufen. Also wir haben definitiv ein Key-Level, was wir sowohl im Weekly und jetzt noch in einer kleineren Zeiteinheit noch stärker sehen können. Das heißt, die Zone da oben ist zum einen eine starke Widerstandszone, die sich da aufgebaut hat. Allerdings, wenn diese Zone brechen sollte, dadurch, dass das so ein starkes Key-Level ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da wirklich mit Volumen rausschießen, auf die möglicherweise fast schon 95 Cent, 1 Dollar zu, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist da sehr hoch. Müssen natürlich darauf achten, wenn wir an dieser Zone scheitern, dann gibt es immer wieder einen stärkeren Rücksetzer. Kann bis zur 100-Tage-Linie kommen, kann bis zur 20-Wochen-Linie kommen, kann aber sogar auf die Horizontale hier unten zulaufen. Das heißt, diese Range, muss man gucken, wie sich diese Range hier auflöst, aber Gefahr von hier oben nach hier unten ist durchaus gegeben. Das war's mit der CoincheckTV Kryptoanalyse. Danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Trading Tiger.